Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka und es geht weiter. Es geht noch immer um die Frage, hast du Respekt vor Buddha, Dharma und Sangha? Und schon seit einigen Tagen zitiere ich aus diesem Buch, hereingekommen auf den Markt von Werner Hübsch. Es geht in diesem Buch um den Dialog zwischen Buddhismus und Christentum. Und an einer Stelle, nämlich auf Seite 74, zitiert der Werner das buddhistische Bekenntnis der DBU. Und ich möchte heute den Schluss davon vorlesen. Ich bekenne mich zur Einheit aller Buddhisten und begegne allen Mitgliedern dieser Gemeinschaft mit Achtung und Offenheit. Das habe ich schon gestern vorgelesen und auch gesagt, dass das nicht einfach ist. Selbst bei der lokalen Sangha, ne? Selbst bei der Dorfsangha, Zendojo, 1896, ne? Hat man es da manchmal mit schrägen Typen zu tun. Und denen mit Achtung und Offenheit zu begegnen, dürfte nicht einfach sein. Aber hier geht es ja nicht nur um die lokalen Sanghas. Es geht darum, dass der Buddhist, der dieses Bekenntnis ablegt, Offenheit und Achtung hat für alle anderen Mitglieder. Und das sind Leute, die aus ganz anderen Richtungen kommen, zum Beispiel auch Richtungen, bei denen man selber dann vielleicht Zweifel hat, ja, ist das überhaupt noch Buddhismus? Mir kommt das ein bisschen schräg vor. Und dann ist ja auch die Frage, habe ich vielleicht nicht auch Verantwortung dann, wenn ich das Gefühl habe, nee, das ist nicht mehr eine andere Tradition, ne? Sondern was bei denen da vorgeht, das ist ein Kult, ne? Zum Beispiel. Ne? Wo ist die Grenze dann zwischen Achtung und Offenheit und den Mund aufmachen und sagen, hey, was bei euch läuft, da stimmt was nicht. Ne? Wie dem auch sei, weiter. Wir folgen dem Buddha, unserem gemeinsamen Lehrer, und sind bestrebt, seine Lehre zu verwirklichen. Also hier nochmal, ne? Respekt vor der Sangha, dem Buddha und dem Dharma. Ethisches Verhalten, Sammlung und Weisheit führen zur Befreiung und Erleuchtung. Diese drei, ne? Also Sila, Samadhi und Prajna, glaube ich, auf Sanskrit. Ne? Auf Japanisch sagt man Sangaku, die drei Lernfelder sozusagen, die drei Studienfelder, führen zu Befreiung und Erleuchtung. Und hier würde natürlich wieder ein Rheinland-Buddhist sagen, nee, ich kann mich nicht ethisch richtig verhalten. Für die Sammlung und die Weisheit fehlen mir die Fähigkeiten, die Anlage. Aber wichtiger als das ist der Glaube. Solche Buddhisten gibt es auch. Ne? Und ja, ein Problem, das ich sehe hier bei diesem buddhistischen Bekenntnis, ist, dass solche Buddhisten ausgeschlossen werden. Das ist nur dann okay, wenn man sagt, ja, Rheinland-Buddhismus ist ja gar kein Buddhismus. Ne? Wenn man umgekehrt aber auch solche Gruppen einschließen will, Rheinland-Buddhismus, Nichiren-Buddhismus, dann müsste man dieses Bekenntnis wahrscheinlich sehr viel weiter fassen und dann stellt sich die Frage, gibt es da überhaupt noch etwas, was uns alle verbindet? Und die Antwort ist, ja, wirklich, möglicherweise gibt es dieses eine Fundament tatsächlich nicht. Noch nicht mal die vier edlen Wahrheiten, noch nicht mal der achtfache Pfad sind etwas, was alle Buddhisten ausnahmslos unterscheiden würden. Weiter, ganz am Schluss heißt es, ich übe mich darin, keine Lebewesen zu töten oder zu verletzen. Nicht Gegebenes, nicht zu nehmen. Also normalerweise spricht man vom Nicht-Stehlen, aber Nicht-Stehlen, da denkt man ja an das Eigentum.
was dir gehört, gehört dir, was mir gehört, gehört mir. Und eigentlich ist das ja schon ein unbuddhistischer Gedanke. Eigentum ist Diebstahl. Stammt zwar nicht vom Buddha, aber das ist eigentlich ein buddhistischer Gedanke, dass schon dem Moment, wo ich sage, das gehört mir, in dem Moment breche ich bereits die Gebote. Ne? Deshalb ist hier nicht vom Diebstahl die Rede, sondern man nimmt nicht nicht Gegebenes. Da ist natürlich die Frage, wenn man das wirklich wörtlich nimmt, ob man da noch ernten darf auf dem Acker. Ne? Denn die Mohrrüben, ne, die wollen eigentlich noch einen Winter über da im Fels sein und dann im nächsten Frühjahr Samen treiben. Ne? Die Mohrrüben, die geben sich nicht von alleine. Die müssen am Ende des Herbstes aus der Erde gezogen werden. Breche ich in dem Moment, wo ich Mohrrüben ernte, die Gebote? Und vom Standpunkt des Theravada-Buddhismus ist die Antwort natürlich. Ne? Du als ordinierter Mönch darfst keinen Landbau betreiben. Ne? Aber die fünf Gebote, die hier aufgelistet werden, sind ja eigentlich die Laiengebote. Ne? Wenn wirklich nichts, was nicht gegeben ist, angenommen werden darf, dann dürfte man ja noch nicht mal theoretisch den Wasserhahn aufdrehen. Du müsstest immer darauf warten, dass dir jemand ein Glas Wasser hinstellt. Vor die Nase, ne? Aber gut. Korinthenkackerei ist das, schätze ich mal, was ich hier betreibe. Das dritte Gebot für die Laien ist, keine unheilsamen sexuellen Handlungen zu begehen. Und außerhalb Japans für Mönche ist das Gebot eigentlich überhaupt keine sexuellen Handlungen begehen, einschließlich Onanie. In Japan ist man da bekannterweise flexibler, obwohl die offiziellen Mönchsregeln nie geändert wurden. Und auch darüber habe ich vor 2 Jahren schon gesprochen, als es um sexuelle Beziehungen zum Beispiel im Kloster Antaichi ging. Das vierte Gebot ist, nicht unwahr oder unheilsam zu reden. Auch das ist schwierig, ne? Also nicht lügen, ja, aber auch nicht andere verletzen. Und oft widerspricht sich das mit die Wahrheit sagen. Ne? Was ich für Wahrheit halte und deshalb sage, hält ein anderer unter Umständen für unheilsam. Ne? Was bedeutet das, weder unwahr noch unheilsam zu reden? Es ist ein Koan. Es ist ein Koan, das nicht unlösbar ist, aber manchmal schwierig. Und dann das fünfte Laiengebot, mir nicht durch berauschende Mittel das Bewusstsein zu trüben. Also in Japan ist da von Alkohol die Rede, aber Alkohol ist ja nicht das einzige Mittel, mit dem man sich das Bewusstsein trüben kann, auch wenn manche die Bewusstseinstrübung dann für ein Zeichen von Erleuchtung halten. Ne? Das soll es ja auch geben. Und dann ganz am Schluss, zu allen Lebewesen will ich unbegrenzte Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut entfalten, im Wissen um das Streben aller Lebewesen nach Glück. Interessanterweise steht hier Glück und nicht Erleuchtung oder Befreiung vom Leiden. Normalerweise spricht der Buddhismus nicht viel vom Glück. Also am Ende, das klingt dann sehr Mahayana-mäßig, obwohl natürlich auch Theravada-praktizierende Metta-Meditation oder vielleicht besonders die Theravada-praktizierenden, mehr noch als Zen-praktizierende Metta-Meditation, also bewusst beim Meditieren sich wünschen, dass sie glücklich sein mögen, dass ihre Nächsten, Freunde und Verwandte glücklich sein mögen, dass auch ihre Feinde glücklich sein mögen,
und dass alle Wesen glücklich sein mögen. Das ist mit der Meta-Meditation, auch darüber habe ich gesprochen. Ne? Also wenn ihr zu meinem Kanal geht, Suchfunktion Meta mit Doppel-T eingebt, werdet ihr auch dazu etwas finden. Ne? Und zum Teil auch kritische Gedanken von mir. Ne? Also im Theravada ist Metta-Meditation, glaube ich, eher ein Mittel, um Nirvana zu erreichen. Im Mahayana wäre es umgekehrt so, dass man das Nirvana erstmal loslässt und die Erlösung der anderen voranstellt. Ne? Also Mittel und Zweck sozusagen umgedreht. Ne? Im Theravada ist Mitgefühl ein Mittel zum Zweck des Nirvana. Im Mahayana stellt man die Erlösung der anderen noch über das eigene Nirvana. Ja, und jetzt stellt sich immer noch die Frage, ne? Ist das wirklich das Fundament, das alle Buddhisten unterschreiben würden? Und die andere, also das eine Sache, sich dazu bekennen, aber praktizierst du das auch tatsächlich, ne? Den Respekt vor Buddha, Dharma und Sangha, den du so laut bekundest. Wo zeigt sich das in deinem Alltag? Nach 10, 20, 30 Jahren im Dojo. Okay, zur ersten Frage erstmal so viel. Morgen geht's weiter mit der zweiten Frage. Danke fürs Zugucken, danke für eure Kommentare. Tschüss.